Also wenn ich an Donald Trump, Wladimir Putin, Recep Erdogan und Silvio Berlusconi muss denken, bekomme ich gerade einen Hustanfall. Meine Hausröhre ist gerade verstopft, sodass ich richtig hart husten muss. Denn das sind die korruptesten, die es gibt auf der Welt. Es gibt eigentlich nur eine Ministerin, die nicht korrupt ist, und das ist Dr. Angela Merkel. Die ist sozial. Und die hat auch ein Herz für Flüchtlinge. Und alle anderen die sich einfach nur bereichern. Die Einzige, die sozial mit dem Geld umgeht, ist Angela Merkel. Und darum herzliche Gratulation an die. Auch die Dame.